ist mein Bier umgekippt. Habe ich fuck gesagt, ich meinte natürlich Fick. Nein, meinte ich auch nicht. Ich meinte, ach, so ein Missgeschick, aber auch. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Outdoor Inn. Ich habe heute wenig Zeit und ich hatte auch schon lange wenig Zeit. Deswegen konnte ich die ganze Zeit ein Paket, ach, so oft Zeit gesagt, nicht vorstellen, dass mir jemand geschickt hat mit einem selbstgemachten Messer darin. Nun endlich ist es soweit und in aller gebotenen Eile werde ich mich dem widmen. Ich werde es testen. Yeah. So, komm mal direkt zum Eingemacht. Erstmal lese ich vor, aber nein, ich halte das auch hier direkt schon hier hin. So, hier seht ihr das gute Stück. Das erinnert optisch an ein Messer. Ja, das hier könnte man auch für die einzelnen Elemente einer langen Raupe halten. Ja. Und das hier für ein Horn. So, ich habe sogar schon so lange rumliegen, dass schon ein klein bisschen Flugrost dran ist. Da seht ihr mal, was ich für ein schlechter Beschenkter bin. Ich lese jetzt vor, was mir geschrieben wurde als Brief dazu. Hallo Outdoor-Illner, das bin ich für Leute, die noch nicht so lange zu gucken. Der Dreh hier, der steht unter keinem guten Stern. Das stand von Anfang an unter keinem guten Stern. Hallo Outdoor-Illner. Jetzt weht der Wind mir das Blatt. Anbei ist ein selbstgeschmiedet. Ich muss hier oben festhalten, das hilft nichts. Anbei ist ein selbstgeschmiedetes Messer, das ich vor kurzem, mittlerweile vor langem, produziert habe. Da es eines meiner ersten Messer ist, empfehle ich dir, deine Erwartungen nicht zu hoch zu stellen. Ja, keine Bange, heute geht eh alles schief, also vermutlich auch das Messer rückwirkend. Da trifft den Hersteller keine Schuld. Das ist das Schicksal, das mir einspielen will. Die Maske kann dir beim Swallow weiterhelfen. Hier haben wir die Maske. So. Corona in Anführungs-, in Klammern. Ach, das ist halt, ich würde am liebsten den Dreh sofort wieder abbrechen, so oft wie ich mich hier schon verhaspelt habe. Also ist eine Corona-Maske dabei. Als lustiger kleiner Gag. Denn als das hier mir geschickt wurde, da ging das mit Corona erst los. Jetzt ist das ein ganz alter Hut, ja. Jeder hat so eine Maske. Man muss die haben, wenn man nachts um Mitternacht vom SEK überrascht wird im Bett und wird angetroffen ohne Maske, dann wird man standrechtlich erschossen. Und das ist auch gut so, muss ich hier sagen. Denn wenn ich das nicht sage, dann wird mein Kanal gelöscht. Und das ist auch gut so. Würde mich freuen, wenn du das Messer in einem Video testen würdest. Wünsche dir viel Spaß damit. Von Elias. Kannst alles vorlesen. Also auch den Namen Elias. Ja, ich habe mit dem guten Mann auch geschrieben. Und er sagte, es wäre aus Baustahl, dieses Messer. Denn das interessiert ja Messer-Aficiandos wie mich immer sehr. Aus was für einem Stahl ist das? Baustahl, habe ich überlegt. Was ist das denn? Und dann ist mir eingefallen, oder aufgefallen besser gesagt, dass ich mich bloß verlesen hatte oder nicht ganz so schnell geschaltet habe, wie ich sonst immer tue. Gemeint war natürlich BAU oder anders formuliert BAU Stahl. BAU, das ist die Behavioral Analysts Unit des Federal Bureau of Investigation, FBI. Also der Sonderbullen in den USA. Und die BAU ist die Verhaltensforschungseinheit, in der arbeiten Profiler, zu Deutsch Profilierte, und analysieren Verbrechertypen, um dann besonders schlimme Finger besonders schnell zu fangen. Ich nehme an, BAU Stahl wurde extra für diese Unit entwickelt. Und wenn ich jetzt mal dieses Messer profilen sollte, dann gehe ich davon aus, in meinem Profile, dass es selbst ein Profiler ist. Das heißt, es passt sich immer automatisch an die Gegebenheiten, die es vorfindet, um darauf perfekt zu reagieren. Ja gut, das passiert mir immer wieder, wenn ich hier sowas greife und dann will ich irgendein Messer demonstrieren, da bricht das Ding einfach ab. Egal. BAU-Stahl, den werde ich nun einsetzen, das Messer werde ich einsetzen und die Maske werde ich einsetzen. Ich habe nämlich in langen Minuten ein Szenario erarbeitet,
in dem beides getestet werden kann. Vor allem aber natürlich das Messer. Dem lag auch eine Scheide bei. Da steckt das so drin. Doch was vielleicht nicht jeder weiß, ist, dass nicht jedes Messer in jede Scheide passt. Also das hier ist wohl eher so eine Art Gag, wie der BIU-Spezialist oder sonstiger Amerikaner sagt. Denn hier gehört ein Klappmesser rein. Deswegen habe ich für heute mal eine andere Scheide mitgebracht, um das Messer hineinzustecken, und werde es mir nun an den Gürtel machen. Kleine Experteninfo, sowas machen wir am besten im Sitzen, sonst fällt einem die Hose runter. Wenn dann ein Wildschwein kommt, ja, das ist ja nicht blöd, ne? Das hat einen IQ. Und dann sieht das, dass du da mit runtergelassener Hose stehst und hilflos bist, da greift dich das an. Es wird der ein oder andere Schlaumeier, der ein bisschen zu oft Schneewittchen oder Dornröschen oder Witzwändchen von Disney gesehen hat, sagen. Aber Schweine fressen doch gar keine Menschen. Ein Hubschrauber. Ratatatatong. Aber Schweine fressen doch gar keine Menschen. Ja, aber es sind Schweine. Richtige Schweine, muss ich dazu mehr sagen? Ich hoffe nicht. Was ist das Szenario, in dem wir das hier alles einsetzen werden? Das und das hier. Schnur, ja. Die kann man an einem Stück Treibholz, ja, habe ich im Bach gefunden. Genau wie das Perlenbacher hier. Das sind alles Naturgegenstände, außer das Messer. Und das Szenario ist folgendes. Mountainmumme wurde zum Kanzler gewählt. Die Kremer Terrorpartei regiert das ganze Land mit eiserner Hand und strohhalmem Hut. Oder bambusfaserigem Hut. Irgendwie so ein Scheiß. Ja, natürlich muss ich mich dann sofort in die Wälder schlagen, wenn sowas passiert. Und wir sagen ja, es ist jetzt passiert in dem Szenario, um den Häschern Mountain Mummes zu entgehen. Und alles, was ich mir noch holen konnte, mein Gott, ist da ein Insektenzirkus auf der Kamera. Was ich mir noch holen konnte oder nehmen konnte, wie der hochdeutsche Schleimscheißer sagt, ist dieses Messer. Ja, mehr konnte ich mir nicht mehr greifen, als es an der Tür klopfte und man draußen gehört hat, oh, ich bin's, Mautmumme, oh. Trete die Tür ein. Oh. Und ja, wie er halt so klingt. Also ich schnapp mir das Messer, lauf raus. Die Schnur verfängt sich dabei an meinem Fuß. Die habe ich jetzt auch dabei. Und die Maske habe ich natürlich auf, weil ich ein guter deutscher Bürger bin. Die Aufgabe, die nun gestellt wurde durch diese Ereignisse, ist folgende. Ich muss mir ein Shelter bauen, nur mit dieser Maske und der Schnur und dem Messer. Und so lange im Wald überleben, bis Steiner mit der 7. Armee und allen anderen 6 endlich über die Alpen auf seinen Elefanten angeritten kommt und Deutschland wieder befreit von der Schreckensherrschaft des Mountain Mumme. Weg vom Mikrofon. Ich werde mal hören, wenn da so eine blöde Fliege draufsteht. Dann hört man die furzen oder so. Da habe ich natürlich Bock drauf. Also ein Auto ist immer scheiße, dass hier so viel los ist. So pflanzen- und tiermäßig. Ansonsten ist es ja echt gut. Egal. Ich lege jetzt direkt los. Und zwar tue ich das unter Zeitdruck. Ja. Hier seht ihr jetzt hier. Um halb läuft die Zeit ab. Da muss ich schon wieder gehen. Ist halt so. Ich kann nicht ändern. Ihr seht jetzt die Uhr nicht, vielleicht blende ich die ein, damit ihr wisst, wie schnell ich hier eigentlich arbeiten muss. Jetzt stelle ich die Kamera um und lege sofort los. Sieht man mich so? Nein, fuck, verdammte Kacke, das ist eine Scheiße. So. Gut, hier stehe ich und muss sofort loslegen. Ja. Alles klar. Ach ja. So. Zum Shelter braucht man immer Äste. Das ist wichtig. Aber nur Totholz nehmen.
Denn wenn Steiner kommt, dann wird hier wieder Recht und Ordnung einziehen. Und das ist der Moment, in dem jeder, der dann auch einen lebenden Baum nur angetastet hat, sofort exekutiert wird. Ja, das ist hart, aber immerhin muss ja der Krieg beendet werden. Und das geht nur mit einer Zuendedrehung der Spirale der Gewalt bis ans Maximum. Ja, wie eine Schraube, die kannst du auch nicht weiter reindrehen als bis zum Ende des Gewindes. Danach ist es ein Nagel. So. Ja, das Messer hat sich gut gemacht, aber jetzt kommt die wahre Härteprüfung, nämlich das Ding hier durchschlagen. Dafür haben wir keine Zeit, dafür haben wir absolut keine Zeit. Geht auch so, muss so gehen. Ich muss mir die Nase putzen. Oh, Scheiße. Scheiße. Ja, das sind so Sachen, die kann man nicht einplanen. Hier, kann man nicht einplanen. Ich hoffe, die ersten 5 Minuten sind schon um. Boah, das ist knallhart, du. Knallhart. Ich brauche ein Bier. Aber ich habe noch eins dabei, das war noch im Rucksack. Oh, hier muss man wirklich nicht drauf achten. Das hier ist auch totale Scheiße. Das ist noch eine Karlskrone. Da muss man den Müll abmachen, sonst kann man den Deckel nicht drauf machen. Jetzt ist Dreck drin. Ach, Scheiße. Nutze ich's. Klassikflaschenbier braucht man hier, um es verschließen zu können, um dann zu arbeiten. Dosenbier ist hier absolut fehl am Platze. Es muss ich rülpsen, wenn ich trinken wollte. Scheiße. Okay, Leute. 5 Minuten sind um. Wo ist das Messer? Ach, da. Alles klar. Messer immer am Mann behalten. Das war nur eine Demonstration. Hier wird so was Zulass passieren. Oh, das hier ist Goldwert. Das ist Goldwert. Den rammen wir hier rein. Hier. Damit ihr das auch seht. Scheiße! Hui, hat die Kamera verfehlt. Gut. Ja, das brauchen wir auch. Gut. Gut, es geht voran. Aber wir sind noch zu langsam. Wir müssen hier richtig Speed reinkriegen. So, Entschuldigung, dass ich jetzt so anglizistisch gesprochen habe. Aber es geht gerade nicht anders. Gerade gibt es einfach Wichtigeres. Ich muss überleben. Da spielt die Nationalität keine Rolle. Im Überleben sind alle gleich. Fuchs, Gans, Stein, Hosenbund. Es ist egal. Hauptsache man überlebt. So. Alles klar. Gut. Klassische Situation. Das lässt sich nicht brechen. Jawohl. Sehr gut. Das Messer hat's gepackt. Oh, Scheiße. Ich präpariere erstmal die Maske. Die dient uns als Schertetür. So, das hier müssen wir aufmachen. Das war eine scheiß Idee. Jetzt ist das hier abgerissen. Ah ja, da war das Messer leider nicht scharf genug. Ich hätte aber auch festhalten sollen. Gut, da müssen wir jetzt hier ein Loch reinmachen. Es geht nicht anders. Es geht leider nicht anders. Das ist anstrengend. Das sind bestimmt 45 Grad. Junge. Jetzt weiß ich, wie so ein Flüchtling sich fühlt. Wenn er in der Sauna sitzt oder... Keine Ahnung. Wo ist denn jetzt Ende? Ja. Oh. Oder im Spa. Oder in seinem Jacuzzi. Oder in seinem 3er BMW. Und die Klimaanlage fällt aus. Oder die Nutte im Fußraum gibt sich viel Mühe. Oh, da rücken die Menschen zusammen im Leid. Alles klar. Gut. Die Hälfte der Zeit ist schon rum. Ich mache jetzt hier Schnur ab. Das muss das Messer packen. Das muss einfach jetzt drin sein. Es hat geklappt. Sehr gut. Die Kameraperspektive ist scheiße. So ist es halt. Ich kann es nicht ändern. Wir machen 4 Stränge hier ab. 4 Stränge. Hoffentlich reicht die Schnur dafür. Ja, sie reicht. Anscheinend. Aber noch ist nicht alles raus. Eins fehlt noch. Das müssen wir noch machen. Wenn das klappt, wow, dann sind wir schon mal ein gutes Stück weiter. Aber noch lange nicht am Ziel. So. Damit verlängern wir jetzt. Das ist totale Scheiße hier. Jetzt verlängern wir mit den 4 Schnüren die Dinger hier.
Doppelknoten, muss reichen. Nee, kann nicht reichen, unmöglich. Dreifachknoten, geht nie wieder auf. Perfekt, hier muss man vorsichtig sein. Die Maske ist für sowas eigentlich nicht gebaut. Aber darauf können wir jetzt absolut keine Rücksicht nehmen. Oh, ich bin schon total dreckig. Wahrscheinlich sind schon überall Zecken an mir ran. Die muss ich nachher mit den Zähnen rausziehen. Aber Zecken beißen erst so im Schnitt nach 20 Minuten. Dann muss das Ding stehen. Dann ist das Shelter da. Dann kann ich mich der Zeckenabwehr widmen. Auch deswegen muss man Shelter schnell bauen. Ansonsten wird man von den Zecken aufgefressen. Überlebt nicht. Beißt ins Gras. Oder in seinen eigenen Arsch vor Wut. Dass man es nicht geschafft hat, was man sich vorgenommen hat. Wo ist denn die vierte Schnur? Wo ist sie denn? Die ist weg. Oh, Scheiße. Gut, dann müssen wir die Restschnur hier nehmen. Ich dachte, ich hätte 4 abgeschnitten. So kann man durcheinander kommen. Das kann kein Mensch mehr zählen. Wie oft habe ich geschossen, als der Kerl gesagt hat, hast du mal Feuer? Wie viele Schnüre hast du abgeschnitten, während du gelabert hast? Das sind Sachen, die kann man nicht beantworten. Das Adrenalin, das pumpt durch den Körper. Man weiß nicht mehr, was man tut. Man kann nicht mehr zählen. Ja, jegliche Logik versagt. Alles versagt. Nur der Überlebensinstinkt ist noch da und hält einen am Laufen. Hängt einem am Arsch. Küsst einem die Sackeierhoden. Oder so. Versteht ihr, was ich meine? Oh, heiliger Wimmer. Wir liegen ganz schlecht in der Zeit. Wir haben schon 2 Drittel der Zeit vergeudet. Jetzt muss es schnell gehen. Jetzt muss es ganz, ganz schnell gehen. Ganz, ganz schnell gehen muss es jetzt. Jetzt hängt alles davon ab, ob es schnell geht oder in die Hose. So. Hier, das binden wir hier fest. Alles klar. Oh, hoffentlich schaffen wir das. Ach du. Also das Messer hat sich bisher beinahe tadellos geschlagen. Note 2, glatte 2. Oh, hoffentlich kriegen wir das hin. Oh, so, ich zieh schon mal ein. Oh ja. Oh, das ist gut. Das hat sich gut ergeben. So, das andere hier. Oh nein, ist abgegangen. Scheiße. Das müssen wir nochmal neu machen. Das ist genau die Scheiße, für die wir null Zeit haben. Null Zeit, ehrlich Leute, das ist ganz, ganz schlecht. Das ist jetzt ganz blöd gelaufen. Das sind so Sachen, wenn die passieren, dann siehst du wirklich dein Leben vom inneren Auge an dir vorbeiziehen. Aber das ist aus der Maske rausgerissen, hat die Schnur abgerissen. Die Schnur hält nicht viel aus. Ich muss jetzt mit Zähnen ein Loch da reinmachen oder mit dem Messer, aber dafür ist keine Zeit. Doch, mit dem Messer, dafür ist Zeit, mit den Zähnen geht's nicht. Es muss Zeit sein. Geht jetzt echt nicht mehr anders. Wir haben keine andere Wahl. Und ich mache das auch bei den anderen Dingern. Oh nein, jetzt habe ich die durchgeschnitten. Scheiße. Scheiße, Leute. Das läuft ganz schlecht. Das läuft ganz, ganz schlecht. Das läuft viel schlechter, als ich gehofft habe. Oh Gott. Oh je. Oh Gott! Komm schon. Das hier hält nichts, das hält gar nichts mehr auf. Also an einer Seite haben wir jetzt eine Achillesferse. Das habe ich so nicht geplant, das habe ich so nicht vorhergesehen. Das ist schlecht. Maske eignet sich zum BAU, wie man auch sagt als Experte, von Survival Shelters, ganz schlecht. Das muss ich jetzt leider merken. Oh, das ist schlecht, das ist wirklich schlecht. Okay. Nein, das hält überhaupt nicht, das hält nicht. Wir machen es andersrum, ich habe eine Idee. So. Oh, das sieht gut aus. Nein. Komm, Moment durch. Ja. Da!
weiß nicht, ob ich das noch schaffe. Das ist Action pur, ja, Leute. Man muss das spannend sein, auch nur zuzugucken. Oh. Ja. Ah! Nein! Nein! Oh nein! Jetzt nicht die Nerven verlieren! Jetzt bloß nicht die Nerven verlieren! Nein! Komm schon! Hör auf! Das ist eine gute Idee. Oh, ich habe eine Idee. Ich habe eine sehr gute Idee. So. Wir waren so kurz davor, dann ist es einfach gescheitert. Ich habe eine Idee. Ich mache das jetzt einfach hier an der Schnur fest. Das wird keinem Starkregen dann standhalten, aber einem kleinen Schauer schon. So. Ich muss graben, ich muss bitte besser graben. Das ist Königsklasse, das kriegt nur ganz wenige besser hin. Ah, da wird die Knie Schaden nehmen, aber ich kann es nicht ändern. So, so. Oh, hier sind Ameisen drin, Feuerameisen. Ich habe sie überall. Sie beißen schon. So. Ah, hör auf. Da habe ich voll reingegriffen gerade. Eben die scheiß Feuerameisen. Sind Feuerameisen, sind rot. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Leute, was sagt die Uhr? Wir haben es gerade so geschafft. Oh. Wir haben es geschafft. Ja, seht es euch alle. Mein Shelter steht. Moment, Moment, ich zeig's euch. Ich hab's geschafft. Der Regen kann kommen. Wir spannen das jetzt noch hier mit so einem kleinen Ästchen. Hier, Trick 17. So, gar kein Problem. So und so. Ja. 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 Naja. Das kann man wieder festmachen. Also ich würde sagen, die Aufgabe ist tatsächlich geschafft. Das Messer hat alles gut überlebt. Oh, es hat einigen Schaden an der Klinge genommen. Das muss ich neu schärfen. Ich weiß nicht, ob man es hier sieht. Natürlich sieht man es nicht. Ne? Ja, vorne ist das jetzt ein bisschen verkrupst, weil ich damit gebuddelt habe. Und auch BAU-Stahl kann da leider kaum standhalten. Was ihr euch im Kopf behalten könnt, ist, ich habe es geschafft. Das Messer hat es geschafft, zusammen haben wir es hingekriegt. Wir haben einen Shelter errichtet und was höre ich denn da? Nanu! Wer ist das denn? Ilna? General Steiner, Sie sind's, ja? Hitze hier. Was sagen Sie da? Ach, Sie sind schon da. Mautmurmel, gehängt. Ach, hervorragend. Mit K oder mit E und G? Mit E und K? Na gut, Sie wissen das vermutlich am besten. Ja, nee, mir geht's gut, mir geht's gut. Ich habe mir einen Shelter gebaut. Ja, doch, in der kurzen Zeit. Ja, ja, ja. Ja, ja, wie auch immer, ne? Also, ich habe nur Truttholz verwendet. Also, nee, mich brauchen Sie nicht zu exekutieren, Herr Steiner.
Herr Generalsteiner. Ja. Ja, ich wünsche Ihnen auch noch einen schönen Tag. Also Sie mir auch, ja. Herr Experte Illner, wenn ich bitten darf. Ich habe gedacht, da wäre eine Ameise. Nein. Nicht der Panzerwagen. Eine Ameise. Ist egal. Ja, machen Sie es gut. Ja, tschö. Ich muss noch weg, ja? Tschüss. Alte Laberbacke. Also, Szenario beendet. Bestanden, Shelter gebaut. Mautmumme besiegt. Messer getestet. Verpflichtung erfüllt. Ich habe es mal wieder geschafft. Messer kann ich jetzt einfach so hier gefahrlos hinlegen. Ja. Oh. Das ist auch schön sicher, würde ich so sagen, weil das hier ist wirklich ein Shelter, das hält einen Atomkriegsstand, zumindest wenn die Bomben woanders fallen, sagen wir mal auf dem Mars oder was. Oh, und ich würde sagen, ich habe euch geliefert wie selten. Ihr habt gesehen, wie ich einen Shelter baue in Rekordzeit aus einem Alltagsgegenstand, gezwungenermaßen Alltagsgegenstand und mit einem selbstgebauten Messer. Nicht von mir selbst gebaut, aber von jemandem. Das ist mehr, als man erwarten kann. Das kriegt er nirgendwo anders zu sehen. Ich muss weg, ich muss wirklich weg. Überlebt! Ola! Ja. Absicht. War Absicht, ich wollte das jetzt abbauen, damit sich die Tiere im Wald nicht daran beschämen, dass sie sowas nicht hinkriegen. Also ein bisschen schärfer könnte es schon sein.